Wer ist denn überhaupt aktiv? Wer macht denn was für die Szene? Das ist das, worauf man, finde ich, mal so den Fokus mehr richten sollte. Und dann würden sich einfach viel mehr Türen öffnen. Ich bin Bana, bin 28 Jahre alt, komme aus Frankfurt, bin Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr. Ich tanze Locking, also das ist der Stil, mit dem man mich eigentlich am meisten identifiziert. Und habe aber mit verschiedenen Tanzstilen begonnen. Also ich habe Hip-Hop getanzt, House getanzt. Ich bin eigentlich auch mehr eine All-Style-Tänzerin, aber mein Main-Fokus ist sozusagen Locking. Ich habe mit Ballett angefangen, im Alter von 4, glaube ich, und habe dann mit 13, glaube ich, angefangen, Hip-Hop zu tanzen. Da habe ich mich mehr mit Hip-Hop generell auseinandergesetzt, mit R&B-Musik und wollte immer Hip-Hop tanzen, aber habe halt nie wirklich den perfekten Tanzkurs gefunden. Habe im Jugendhaus damals angefangen, in Sossenheim, dann 2010 mich mehr auf Locking fokussiert, weil ich immer Funkmusik mochte, aber es gab einfach keinen bei uns in Frankfurt, der halt Funkstile getanzt hat, wirklich niemand. Und meine damalige Trainerin hat mich dann immer versucht, so in die Richtung zu pushen. Und dann habe ich später die Ina kennengelernt und sie war halt die erste Locking-Tänzerin, die ich privat kennengelernt habe. Weil die Locking-Szene hier nicht so präsent ist, musste ich dann immer nach Frankreich oder bin dann auch nach Schweden gezogen für ein Jahr, um dort mich auch ein bisschen mehr mit Locking auseinanderzusetzen. Ich habe mich immer mit Locking befasst, aber ich habe mich nie nur als hundertprozentige Locking-Tänzerin gesehen, weil ich halt auch immer nebenbei noch andere Stile getanzt habe oder versucht habe, meinen Style weiterzuentwickeln mit anderen Einflüssen, also sei es Capoeira oder sei es irgendwas. Tanzen ist dann eigentlich für mich immer der Ausgleich gewesen zu allem, was ich davor gemacht habe. Deswegen konnte ich mich da auch immer so entfalten. Bei mir geht es auch mehr darum, dass ich gut performe. Ich will einfach zufrieden mit meiner Leistung sein und das steht bei mir eher im Vordergrund, als dass ich jetzt ein Battle gewinnen muss. Frankfurt ist hat eine sehr harmonische Tanzszene, muss ich sagen. Also es gibt viele Tänzer, aber wenige, die eigentlich davon leben. Die Szene ist auch schon von damals aus sehr frauendominant. Eigentlich ist so die Miriam diejenige, die damals so die Szene hier aufgebaut hat. Dadurch, dass sie auch nicht ihre eigene Tanzschule hatte, sondern mehr in Jugendhäusern unterrichtet hat, hat sie halt ganz viele Frankfurter Kids halt abgeholt sozusagen. Die sind dann damals immer alle nach Bonames gekommen, also wirklich in jedem Stadtteil hat sie gefühlt unterrichtet. Deswegen hatte sie auch so viele Schüler gehabt. Und die Miriam war damals auch eine Schülerin von Takao. Also so sind wir halt auch damals nach NRW gekommen oder haben Funkin' Styles kennengelernt. Sie unterrichtet mittlerweile weniger auch. Sie hat jetzt auch ein veganes Catering, aber hat sich auch ein bisschen immer mehr von der Tanzszene entfernt. Sie hat uns wirklich so gepusht und hat so viel gegeben. Durch sie bin ich damals im Alter von 15 nach New York geflogen. Meine Eltern hätten mich niemals gelassen. Sie hat auch Schüler von zu Hause abgeholt, wenn sie nicht trainieren durften. Hat sie ins Training gefahren, dann wieder zurück. Also sie hat wirklich so viel reingesteckt. Das ist so für mich auch das, was Frankfurt ausgemacht hat. Grundsätzlich habe ich das noch, dass ich ganz oft entweder zusage oder Sachen ausprobiere, die ich davor gar nicht gemacht habe. Damals auch in Schweden, als ich da gelebt habe, auch bei einer Show mitgemacht. Juck heißen die. Und das ist so eine feministische Gruppe und ich wusste halt nicht, um was es in der Show geht. Und die brauchen einen Ersatz. Da habe ich halt einfach zugesagt. Also es war so eine richtig absurde Nummer. Also ich habe eigentlich so da gar nicht reingepasst und bin aber dadurch voll gewachsen. Ich habe wirklich meinen Horizont durch die so erweitert und habe mich irgendwie komplett neu entdeckt. Und das heißt, ey, will irgendjemand mitmachen? Schon mal so, ja gut, ich mach mal. Also diese Eigenschaft habe ich manchmal immer noch, nicht immer, aber so ab und zu.
Locking ist für mich ein sehr genderneutraler Stil. Ich habe jetzt nicht wirklich negative Erfahrungen als Frau gesammelt in Locking, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich halt also von vielen Frauen auch umgeben war in der gesamten Tanzkarriere. Und dann heißt es nicht so, ey cool, dass du als Frau Locking tanzt, sondern es ist einfach, ey cool, dass du überhaupt Locking tanzt. Mir ist auf jeden Fall schon bewusst, dass es Tänzerinnen da draußen sind, die es einfach viel schwerer haben, die vielleicht einen anderen Stil tanzen und nicht immer Dancehall irgendwo tanzen können. Also wenn ich jetzt auch mal außerhalb dieser Locking-Bubble rausschaue, merke ich ja auch, okay, es sind viel weniger Frauen, die präsent sind, sei also in der Battle-Szene sowieso. Also es ist schon sehr männerdominant. Dann wollen sich Männer damit auseinandersetzen und dann setzen, wie gesagt, nur eine Female Judge. Aber es geht ja nicht darum. Es geht ja nicht darum, dass du es einmal machst, sondern es geht eigentlich darum, dass du dich mal bewusst damit auseinandersetzt.